Immerhin ist Fisch seit Urzeiten ein essentielles Grundnahrungsmittel für uns. Die weltweite Nachfrage wächst und wächst und der weltweite Bestand schrumpft und schrumpft. Mehr als ein Drittel der Bestände ist überfischt. Deshalb florieren auch Fischzuchten, zum Beispiel in Norwegen, in Kanada und in der Schweiz. Ja, Tatsache, dort werden zum Beispiel auf einzigartige Weise Lachse gezüchtet. Der Lachs. Gezüchtet wird er schon lange. Bisher vor allem im Meer. Neu gibt's nun auch Lachs aus dem Binnenland Schweiz. Seit Anfang Jahr produziert Swisslachs in Lostallo 200 Tonnen Lachs pro Jahr. Bis in 2 Jahren sollen es 600 Tonnen sein. Fischzuchten boomen in der Schweiz und werden immer größer. Auch wenn der Fisch teuer ist, Geschäftsführer Ronald Herkuleins verkauft ihn gut. Es läuft sehr gut. Jeder Fisch, den wir rausziehen, ist eigentlich schon 2-3 Mal verkauft. Die Nachfrage ist viel größer als unser Angebot. Wir denken deshalb an eine Erweiterung. Fischzuchten von dieser Größe müssen aber auch nachhaltig und ökologisch sein. In der Schweiz ein entscheidendes Verkaufsargument. Sind sie das auch? Ein Fall für die Wissenschaft. Umweltwissenschaftler Fridolin Tschudi von der ZHAW Wädenswil hat die Lachszucht von Anfang an begleitet. Fischzucht ist etwas, wo man sehr ressourceneffizient. Mit der Fischzucht kann man sehr ressourceneffizient und ökologisch nachhaltig tierische Proteine produzieren und danach mit gutem Gewissen essen. Wir versuchen mit der Unterstützung der Wissenschaft, diese Branche voranzutreiben und ihr zu ermöglichen, nachhaltig zu wachsen. So kann der Konsument im Supermarkt ein Produkt auswählen, das er mit gutem Gewissen essen kann. Für die Gesundheit der Fische ist die Wasserqualität entscheidend. Diese Lachse leben in einer sogenannten Kreislaufanlage. Das bedeutet, dass das Wasser für die Becken immer wieder gereinigt und frisch aufbereitet wird. Bei einer Kreislaufanlage reinigt ein Trommelsieb das Lachsbecken vom Fischkot. Der sogenannte Biofilter ist das Herzstück der Anlage. Dort bauen Bakterien die Abfallstoffe der Anlage ab. Schließlich wird das Wasser entgast, mit UV-Licht von Keimen befreit und mit Sauerstoff angereichert. Dann ist es wieder einsatzbereit für die Fischzucht. Nur ein marginaler Teil gelangt wieder in die Gewässer. 99% des Wassers fließt wieder in die Fischzucht zurück. Der ausgesiebte Fischkot kann aufbereitet später in der Landwirtschaft als Dünger eingesetzt werden. Proben aus dem Biofilter. Fridolin Tschudi untersucht gemeinsam mit der ETH Zürich die Leistung der Biofilterbakterien. Wer mit Biofiltern arbeitet, sollte bei der Zucht ganz auf Antibiotika verzichten, denn das Medikament würde die Bakterien im Biofilter massiv schwächen. Die Forschung, um die Kreislaufsysteme immer effizienter und besser zu machen, ist sehr wichtig. Man hat dadurch einen riesigen Hebel, um die Fischproduktion aus ökologischer Sicht und im großen Maßstab nachhaltig zu gestalten. Ein weiterer Knackpunkt ist das Futter. Lachse fressen Fisch. Deshalb enthält ihr Futter Fischmehl. Das ist heikel. Um sie zu füttern, soll nicht noch mehr Fisch gefangen werden müssen. Bei Swisslachs bekommen die Fische ein sogenanntes Biofutter, das sich aus Biosoja und Abfällen aus der Fischproduktion zusammensetzt, um die Fischbestände nicht noch zusätzlich zu belasten. An der ZHAW in Wädenswil testen Fridolin Tschudi und sein Team weitere Biofutter. In verschiedenen Becken füttert er Tieren von Swisslachs 4 verschiedene Sorten. Auf großen Anlagen ist es schwierig, verschiedene Futtermittel zu vergleichen. Man muss das im Kleinen machen. Wir haben solche kleinen Anlagen. Danach kann man die Resultate dann auf die Anlagen der Wirtschaftspartner übertragen. Bei aller Forschung steht für Swisslachs natürlich der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund. Sind die Lachse rund 3,5 Kilo schwer, haben sie ihr Schlachtgewicht erreicht. Ganze 2 Jahre dauert es, bis es soweit ist. In dieser Röhre erhalten sie einen Stromschlag.
Sie sind also betäubt, wenn sie mit einem gezielten Kiemenschnitt getötet werden. Auch die europaweit größte Garnelenfarm Swiss Shrimp optimiert ständig. Seit wenigen Monaten erst sind die Schweizer Garnelen auf dem Markt. Swiss Shrimp will in Zukunft 60 Tonnen jährlich produzieren, auch wenn sie fast doppelt so teuer sind. Schweizer Krevetten sind beliebt. Die Farm steht in Rheinfelden, gleich neben einer Saline. Das ist kein Zufall, denn die Saline erzeugt Abwärme und Salz. Und Wärme und Salz sind genau das, was die Garnelen brauchen. Nur deshalb macht die Zucht Sinn. Ökologisch und ökonomisch. Shrimps in der Schweiz? Auch für Geschäftsführer Raphael Waber Neuland. Wir machen Experimente, probieren aus, was sonst niemand gemacht hat, damit wir der Schweiz frische Shrimps anbieten können. Ja, wir sind Pioniere. Tropische Temperaturen herrschen in diesen Hallen, denn die Tiere wachsen nur optimal in Salzwasser, das 28 Grad warm ist. 160.000 Krevetten umfasst die Population in einem Becken. Auch diese Zucht setzt auf eine Kreislaufanlage. Ob sich die Tiere in den kargen Becken wohlfühlen, weiß niemand so genau. Waber versucht, die Lebensbedingungen zu verbessern, indem er die Fläche in den Becken vergrößert. Fair-Fischgründer Billo Heinz-Peter Studer berät ihn dabei. Seine Organisation forscht auf dem Gebiet des Fischwohls. Spannend. Es ist spannend und ein großes Thema. Bei allen Aquakulturbetrieben, die wir besuchen, sagen wir, baut Strukturen, damit sich die rangniederen Fische zurückziehen können. Man sieht hier gut, wie sie das nutzen. Ich finde das super. Das ist ein echter Pionierbetrieb, der alles ausprobiert. Seit 5 Jahren begleitet Studer dieses Projekt und versorgt Waber mit Tipps. Studer, der Fischzuchten notabene ansonsten sehr skeptisch gegenübersteht. Das ist sicher besser als alles, was es in Shrimp-Aquakulturen sonst gibt. Durch unsere Diskussionen weiß ich auch, worauf sie alles achten. Trotzdem, an die Natur kommt eine Zucht nie heran. Hier werden sie nach 6 Monaten geerntet. Das Eis betäubt sie. Kurze Zeit später sind sie tot. Wir haben nach einer Tötungsmethode gesucht, die schnell geht und schonend ist. Wir haben weltweit recherchiert und uns für die Eismethode entschieden, also das Töten im Eiswasser. Sie wird auch von gewissen Tierschutzorganisationen empfohlen. Der gute Wille ist da. Moderne Fischzuchten in der Schweiz wollen nachhaltig produzieren und die Tiere respektieren. Aber ausgelernt haben sie nie.